Hallo, ich mache mir heute Burger, aber ich mag diese komischen kaufbaren Burger-Buns nicht wirklich. Ich finde die nicht so lecker. Und deswegen habe ich gedacht, natürlich backe ich die jetzt einfach selber. Ist gar nicht so schwer. Und ich habe das jetzt hier schon mal zusammengemischt. Also das sind jetzt, also hier habe ich erstmal 170 Milliliter warmes Wasser, einfach aus der Wasserleitung. Und dann habe ich Germ reingegeben, so ein Klumpen, nicht wundern, das stinkt ziemlich. Den krümel ich da einfach rein, rühre ein bisschen um und dann löst sich das so schön auf. Und dann habe ich hier in der Schüssel 40 Gramm Butter, ein Ei, 435 Gramm Mehl, 40 Gramm Zucker, einen Esslöffel Salz und das soll ich da jetzt einfach mal so reingeben und das werde ich jetzt alles mal vermischen. Ich schreibe euch natürlich die ganzen Zutaten wieder unten in die Info rein. Also das kippe ich jetzt hier einfach auch noch mit dazu. Schauen, dass die ganze Hefe mit dabei ist. Und dann rühre ich das einfach mal schön um. Ich mache jetzt hier den Teig für circa 8 Portionen, je nachdem wie groß man natürlich dann auch die Buns macht. Und das Wichtige ist jetzt eben, dass das alles warm ist. Also speziell das Wasser, die Butter natürlich auch, dann lässt sich es nämlich einfacher dann vermischen. Und das Ganze muss dann, also ich mache das jetzt gerade schon zum Mittag, obwohl ich erst am Abend dann die Burger mache, einfach weil das Ganze gehen muss mit dem Germ. Germ ist übrigens das andere Wort für Hefe. So, jetzt ist das alles schon mal so ein bisschen vermischt. So, und jetzt kann ich da einfach mit den Händen rein, saubere Hände natürlich, und das mal ordentlich durchkneten, dass sich das schön verbindet. Da muss man jetzt schauen, es kann immer sein, dass man da ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Wasser braucht als die 170. Aber das merkt man dann erst während dem Kneten so richtig. Wenn sich das dann halt schön verbindet, dann hat es funktioniert. Wenn es dann noch zu trocken ist, dann kann man noch ein bisschen Wasser dazugeben. Also ich lasse es dann eben so also bis zum Abend einfach gehen. Da ist wichtig, nicht im Kühlschrank oder so, sondern wirklich an einem warmen Ort. Und dann geht das so richtig schön auf und wird schön fluffig. Und mindestens sollte man es aber eine Stunde gehen lassen. Da kann ich dann einfach ein feuchtes Küchentuch drüberlegen über die Schüssel. So, jetzt sieht das so aus. Und es riecht so ein bisschen wie Weißbrot mit Butter. Also jetzt riecht es auch schon leckerer als nur mit dem Germ, weil der Germ riecht so ein bisschen alleine, so ein bisschen echt komisch. Ja, und den. Der ist jetzt schön weich und eben nicht zu feucht und nicht zu trocken. Und also sehr gut knetbar. Und den werde ich jetzt einfach, ich mache mir da so eine Kugel. Und der zieht jetzt mindestens eben mal eine Stunde. Einfach da reinlegen. Jetzt habe ich hier feuchte Küchenrolle. Und einfach an einem warmen Ort einfach jetzt mal eine Stunde stehen lassen. Und nach der Stunde kann man dann anfangen, die einzelnen Buns zu rollen. Da ist es wichtig, dass man da keine Risse drin hat. Das muss wirklich eine glatte Oberfläche sein. Also schön rollen beim Kneten dann und vorher noch einmal durchkneten. Und dann kann man die auf ein Blech auflegen und dort nochmal halbe Stunde, Stunde auf jeden Fall nochmal gehen lassen als einzelne Buns. Und dann kommen sie ins Backrohr und das zeige ich euch dann später. So, jetzt habe ich hier meine Brote ja auseinander gemacht in so Kugeln und habe die nochmal gehen lassen und dann habe ich ein bisschen verquirltes Ei drauf gestrichen, dass das dann oben auch schön eine braune Farbe kriegt. Das sind jetzt 5 Stück geworden. Sind relativ groß, weil die ja echt nochmal sehr aufgegangen sind. Und man kann jetzt natürlich noch Sesam raufgeben, aber ich habe jetzt keinen extra gekauft und das ist Geschmackssache. Und ich finde es ganz schön eigentlich auch ohne. Und die backen jetzt bei 220 Grad circa 13 bis 17 Minuten. Einfach immer wieder reinschauen, dass sie eine Farbe bekommen. Natürlich mache ich auch Pommes. Ich habe jetzt da einfach 3 Kartoffeln geschält
relativ dünn geschnitten, damit sie nicht allzu lang brauchen. Und in Öl, Salz, Rosmarin und Thymian geschwenkt und einfach auch auf ein Backblech gelegt. Da ich die jetzt gleichzeitig mache, muss ich da Umluft einschalten, damit das auch alles schön knusprig wird gleichzeitig. Wenn ich das jetzt nacheinander machen würde, dann könnte ich Ober-Unterhitze einschalten und danach noch die Grillfunktion. Ich muss jetzt eh schauen, dass das dann beides irgendwie schön wird und da kann man sich dann halt ein bisschen spielen, da muss man immer ein bisschen schauen, eventuell auch zwischendurch mal die Bleche wechseln, von oben nach unten, dass halt die Brote oben dann nicht zu dunkel werden und die Kartoffeln unten zu wenig. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, wenn man das halt gleichzeitig macht. Die Pommes, die brauchen auch eben ich würde sagen 20 Minuten auf jeden Fall. Kommt natürlich auch darauf an, wie dick man die jetzt schneidet. So, die werde ich da jetzt wieder reinschieben. So, okay, dann geht es weiter mit dem Fleisch. Und zwar habe ich hier 400 Gramm Rinderhack. Also Rinderfarschiert, das natürlich kann man auch ein gemischtes nehmen, aber wer in ein richtiges Burgergeschäft geht, nimmt sich da natürlich, also das ist immer Rind eigentlich nur. Ich habe da jetzt 400 Gramm, weil ich ja ich will jetzt 4 Portionen in dem Sinn machen und 100 Gramm pro Patty ist dann gerade, denke ich mal, ganz cool. Und vorher habe ich ja das Brot mit so Eimischung eingestrichen und das übrige Ei, das kann ich jetzt quasi einfach dann zur Bindung zum Verschieren dazugeben und dann werde ich das jetzt gleich noch würzen. Und zwar habe ich hier, das ist eine türkische Gewürzmischung, habe ich im türkischen Supermarkt gekauft. Also ich würde euch das empfehlen, das auch mal zu machen, in so ausländische Supermärkte zu gehen. Gibt es immer voll coole Sachen und oft auch recht preisgünstig. Und das heißt jetzt Köfte Baharati heißt das. Und falls ihr das aber natürlich nicht findet, dann lese ich euch einfach vor, was da drin ist. Nämlich haben wir da Paprikapulver, Petersilie, Basilikum, Kumin, das ist Kreuzkümmel, Paprika, dann Knoblauch, Oregano, Majoran, Zwiebeln und Salz. Genau, und ich finde, das riecht voll lecker und das ist eben für so Verschiertes eben gedacht. Und natürlich kann man sich das auch selber machen, eben mit dem, was drauf ist. Ich werde euch dann einfach dann dazu schreiben, was da jetzt genau drin ist, damit ihr das auch nachmachen könnt. Sonst kann man natürlich einfach auch nur Salz, Pfeffer reingeben. Das wäre mal ein bisschen zu langweilig und vielleicht ein bisschen Paprikapulver und Senf. Da kommt auch ein gutes Verschiertes dann bei raus. Und ich werde dann noch Worcestershire-Soße reingeben. Das ist halt so eine würzige Soße, schmeckt so ein bisschen Barbecue-mäßig. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, ist auch eine gute Alternative. Sojasauce ist auch schön salzig. Einfach einen Schuss mit dazu und dann ist das Ganze schön würzig. Sonst werde ich dann noch extra ein bisschen Knoblauch noch zusätzlich reingeben. Zwiebel mache ich aber nicht rein, weil das zerfällt dann immer so ein bisschen das Fleisch und so und das mag ich nicht extra. Und das Zwiebel ist dann ja eh auch noch im Burger selbst drinnen. Und das werde ich jetzt einfach gleich mit nassen Händen alles dann vermischen und dann habe ich dann meine fertigen Patties eigentlich. So, als nächstes werde ich dann eine Burgersoße zubereiten. Dazu brauche ich mal Mayonnaise, die kann man natürlich auch selber herstellen. Ich habe ein anderes Video, wo ich Cocktailsoße mache, da könnt ihr schauen, wie ich Mayonnaise und Cocktailsoße mache, was so ähnlich ist. Ich werde das einfach unten dann verlinken. Ich habe jetzt aber einfach fertige Mayonnaise aus dem Glas genommen, weil das geht schneller. Dann brauche ich dazu noch ein bisschen Ketchup und Tomatenmark und Salz, Pfeffer natürlich. Dann, wenn man es gerne scharf hat, dann kann man einen kleinen Schluck Tabasco reingeben, ein bisschen Senf, ein bisschen Dille und Petersilie, eingefroren einfach. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht drinnen ist, aber es macht es dann nochmal besser. Dann ein Spritzer Zitronensaft und dann habe ich hier ganz, ganz klein, fein geschnitten, so eine Delikatessgurke, so eine große war das und ein bisschen Knoblauch ist hier auch noch drinnen und das vermische ich jetzt einfach mal alles und zwar in den Mengenverhältnissen. Also hier habe ich jetzt eben eine so eine Gurke und eine ganz kleine Knoblauchzehe drinnen. Dann habe ich hier meine Mayonnaise. Das sind jetzt 250 Gramm.
Ich werde da jetzt das halbe Glas auf jeden Fall reingeben, weil ich mache ja viele Burger heute. So, also das sind jetzt, ja, also auf jeden Fall 2/3 von dem Glas sind da jetzt schon drinnen. Dann kommt da ein Teelöffel Ketchup rein. So. Und dasselbe mit dem Tomatenmark. Auch ein Teelöffel. Dann nur einen kleinen Spritzer scharfen Senf. Einen kleinen Spritzer Tabasco. Dann habe ich hier ein kleines Stück Zitrone, das kommt da auch rein. Natürlich Salz, Pfeffer. Und eben noch die frischen oder gefrorenen Kräuter. Aber auch nicht allzu viel. Kommt jetzt nicht so viel raus aus meiner Dille. Ich zeige euch das aber ihr auch gleich nochmal. So, das müsste passen. So sieht das jetzt aus. Und das mal einmal schön vermischen. Und dann werde ich mal schauen, ob ich dann noch ein bisschen Tomatenmark oder Ketchup brauche. So, mal probieren. Das schmeckt jetzt richtig. Ist jetzt richtig lecker, ist jetzt so leicht orange. Und das ist eine richtig gute, gute Burger-Mayonnaise. Geht ganz schnell. Und ja, natürlich gesund ist das jetzt nicht, aber ist ja klar. So, die braten da jetzt so vor sich hin. Ich habe da jetzt so eine Grillpfanne, aber auch trotzdem mit Öl gefüllt. Und von jeder Seite circa eine Minute. Schmeckt jetzt auch schon am Brutzeln. Brote sind fertig, ein bisschen dunkler sind sie geworden, weil sie oben waren, aber innen sind sie schön knusprig, also sind sie nicht verbrannt, das ist wegen dem Ei. Und hier habe ich mir schon mal vorbereitet, was so reinkommt. Ich habe jetzt frische Fleischtomaten, ein bisschen Eisbergsalat, dann habe ich da meine Soße. Dann habe ich hier Krautsalat, also ich stehe da voll drauf, die Deutschen sicher auch alle. Ist aber Geschmackssache, ob man Kraut in einem Burger mag, aber ich finde, es ist mal was anderes. Dann könnte man so Sandwichgurken reingeben. Dann habe ich hier so Gouda oder Cheddar Cheese einfach schön dann drauf. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich meinen Beleg. Also ich zeige euch mal die Brötchen, die schon innen jetzt so aus. Die riechen voll lecker und sind auch voll fluffig. Also richtig schön weich. Und ich finde auch, dass die Dicke richtig schön geworden ist, sodass da richtig viel dazwischen passt. Und als erstes werde ich mal anfangen mit meiner Soße. Mache ich mal so einen richtig schönen Klecks unten hin. Also ich bin so ein Mensch, ich habe immer gerne viel Soße. Das ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache. So, jetzt habe ich dann meinen Eisbergsalat. Da will ich jetzt gar nicht zu viel haben, aber so ein bisschen halt fürs Knackige. Dann habe ich hier so eine Tomate. Ja, so 2 Stück mache ich mir da rein. Habe ich hier ein paar so Zwiebelringe. So. Und dann kommt mal mein Fleischpatty drauf. Es ist richtig schön braun geworden. Ist leider ein bisschen klein geworden, aber ist schon okay. Dann möchte ich nochmal einen Kleck Soße haben auf das Patty. Nicht mehr ganz so viel. Dann habe ich hier meinen Krautsalat. Das ist jetzt eben Geschmackssache, ob man das mag. Den habe ich einfach gekauft von Efco. War relativ billig. Da mache ich mir einfach so einen kleinen Klecks drauf. Das ist sogar mit Kümmel und Speck und so. Mal schauen, dass das dann nicht alles rausfällt. Aber das wird schon irgendwie gehen. So. Okay. Okay. Und dann habe ich hier noch mir Speck angebraten. Kommt da auch noch schön drauf. So, okay. Und jetzt kann da auch wieder das
Spann drauf. Ich zeige das jetzt mal so. Also allen Seiten so ein bisschen. Es ist ein bisschen schwer, das jetzt herumzutragen, ohne dass mal alles rausfällt. Aber es hat so eine richtig schöne Höhe. Ich kann dann schon reinbeißen. Und dazu habe ich mir Pommes gemacht. Die habe ich jetzt. Ich habe halt alles vorher ein bisschen abgetropft. Speck, Fleisch und Pommes. Einfach so ein bisschen in so einer Küchenrolle, damit das nicht zu fertig ist. Ah, jetzt habe ich voll vergessen. Käse fehlt natürlich auch noch. Käse! Okay. Den muss ich da jetzt noch irgendwie reinbasteln. Den bastel ich jetzt einfach ganz oben ran. So, da wird jetzt auch noch wahrscheinlich so ein bisschen schmelzen, weil das Ganze noch schön warm ist. So sieht das jetzt aus. Jetzt muss ich das eigentlich nur fotografieren und essen. Und ich hoffe, es schmeckt das. Und ich hoffe, ihr findet das gut, dass ich da jetzt alles selber gemacht habe. Pommes, Brötchen, Soße, Fleisch, das ist alles echt nicht so schwer nachzumachen. Macht jetzt nicht so viel Arbeit und schmeckt auf jeden Fall viel besser. Man weiß, was drin ist und keine Zusatzstoffe und so. Und genau, einfach mal viel Spaß damit. Und ich würde mich urfreuen, wenn ihr mir unten Kommentare lasst oder wenn ihr mal auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut. Da habe ich immer die ganzen Fotos und News. Und ich freue mich immer über neue Abonnenten. Ich habe leider noch nicht so viele.